Sehr geehrte Wargamer, Hardcore-Strategen und solche, die es vielleicht noch werden wollen, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde hier in Ultimate General Civil War. Und wir sind natürlich noch im Armeelager. Wir haben ja schon durchgelesen, die nächste Schlacht wird Manassas Lager sein. Und dazu müssen wir uns aber natürlich erstmal noch entsprechend ein wenig ausrüsten. Ich schaue gerade, die Musik scheint gerade ein bisschen laut zu sein. Machen wir es so. Nee, haben wir tatsächlich letztes Mal schon einiges gemacht, wie ich sehe. Trotzdem müssen wir natürlich hier unsere Einheiten wieder auf Vordermann bringen. Wisst ihr was? Ich schaue nochmal schnell nach, was wir alles mitnehmen können. Wir gehen mal auf Start. So, wir können mitnehmen 2 Cores Details. Können wir 2 Cores mitnehmen? Das wird mich jetzt echt überraschen. Nee, wahrscheinlich nicht. Laut dem letzten Bericht wird ein gewaltiges Versorgungslager der Unionisten bei Manassas. Sie werden General Trimbles Brigade anführen. Seine Regimenter haben ihre Position in den Wäldern eingenommen, um sie im Bedarfsfall zu unterstützen. Sieht mir fast danach aus, als wenn wir tatsächlich nur mit fremden Einheiten kämpfen. Trotzdem sollten wir natürlich schauen, dass wir unsere Einheiten jetzt hier ein bisschen auf Vordermann bringen. Schauen wir mal hier beim Edwards. Wir nehmen hier beim Edwards, probier's mal auf 2000 Mann. Ne, da müssen wir Veteranen nehmen. Das ist unsere Elite-Einheit hier. Colonel Edwards. 2000 Mann. So, einmal übernehmen. Und ja, ich schau mal hier, ob wir hier mit wie groß der Verlust an Erfahrungswerten sind. Den nehme ich jetzt mal hier in Kauf, würde ich sagen. Übernehmen. Craft. Ebenfalls auf 2000. Lass es noch derweil bei den Brigadengrößen von 2000. Da möchte ich noch nicht unbedingt weiter hochgehen. McCord nehmen wir Veteranen. So. Ich habe auf YouTube auch den einen oder anderen Tipp nochmal gelesen. Ich hoffe, dass ich vielleicht den einen oder anderen noch beherzigen kann. Also ich werde es natürlich versuchen, aber wenn ich da so im Spielen drin bin und vor allem beim Spielen drüber rede, dann fällt es mir manchmal etwas schwer. Ich habe auch jetzt hier ein paar Mal nachgefragt, wie es denn aussieht, ob ich diese Phase hier auf der Schlachten, hier in der Armee, im Armeelager, ob ich die zeigen soll oder ob ich einfach ein fertiges Endprodukt quasi präsentieren soll. Aber die meisten Leute wollen einfach doch hier, das hier sehen und dementsprechend werden wir es jetzt hier auch so weitermachen. Übernehmen. Siegfried, da möchte ich auch nicht zu viel verlieren, da müssen wir Veteranen aufstocken. Was kostet es das? Jetzt habe ich gar kein Geld mehr. Jetzt habe ich nicht mehr aufs Geld geachtet. 19.000, können wir denn hier noch Gelder? Wir können 100.000 können wir für 22 Ruf ausgeben. Ich frage mich, ob das sinnvoll ist. Ich schließe das mal. Machen wir das erste Chor, das zweite Chor, das dritte Chor. Das dritte Chor ist eigentlich sehr, sehr gut steht sehr, sehr gut da. Ich würde sagen, wenn was sein sollte, nehmen wir einfach das dritte Chor mit. Wir sind zwar noch recht unerfahren, aber dann werden sie auf alle Fälle Erfahrung sammeln können. Und dann sparen wir uns das mit dem Geld derzeit noch ein bisschen. Ja. Waffenlager, ich schaue was mal nach, ob wir noch irgendwelche Artillerie noch kaufen können, aber für das Geld wahrscheinlich schwierig. 12 für den Napoleon sind derzeit nicht auf Lager. Die 24 für den Haubitzen sind ebenfalls nicht auf Lager. 12 für den Haubitzen. 5 Stück. Was wird uns das denn kosten, wenn wir hier nochmal 10 Stück kaufen? Oder 9 Stück müssten reichen. 11.000. Nee, ich mach's nicht. Wir schauen uns jetzt erstmal an, was hier im Manassas Lager passiert. Gehen auf Start. Gut. Sie führen General Trimbles Regimenter an. Greifen Sie Ihr Versorgungslager an und nehmen Sie es ein. Nur eine kleine Besatzung ist dort stationiert, aber die Armee der Unionisten ist in der weiteren Umgebung verteilt. Da sollten Sie auf Ihre Reaktion gefasst sein. General Early ist mit seinen Regimentern auf dem Weg, um Sie im Falle eines Gegenangriffs zu unterstützen. Okay, dann werden wir uns mal beeilen. Hoffentlich wenden Sie sich nach unserem Überfall mehr dem Norden und weniger unserer Hauptstadt zu. Viel Glück, Herr General. Wobei, das hieß nur viel Glück, General. Die Einheiten anordnen können wir auch nicht. Ja, dann würde ich sagen, läuft eh schon, gell? Machen wir mal Pause. Schauen wir erstmal, was wir denn hier alles haben. Wir haben einmal zweimal Kavallerie. Und zwar haben wir hier die Plänkler-Kavallerie. Das heißt mit Sharps Model 1855ern.
also auf die Distanz. Dann haben wir die 21st North Carolina, 21st GA. Ah, da fällt mir jetzt gerade nicht ein, was ist denn GA nochmal als Abkürzung bei den Amerikanern? Georgia? Ah, das ist aber, glaube ich, nicht, oder? Die 15th Alabama. Besonders erfahren ist da so gut wie keiner, gell? Nee, Erfahrung hat da keiner. Da würde ich sagen, lasst uns mal von der größten Einheit, das ist die 200, na gut, müssen wir nicht machen. Ich splitte mal hier Plänkler ab, die 21st North Carolina Skirmishers. Einmal den Befehl hier rüber, dann natürlich die Kerntruppen ebenfalls hinten nach und schauen wir uns das Lager nochmal an. Was haben wir denn hier unten? Was steht denn da? Ach so, das sind so für Zielschuss, für Zielübungen. Ich denke mal, dass wir auf alle Fälle über zwei Richtungen rangehen werden. Die zwölfte hier, Plänkler abstellen, auch hier erstmal Plänkler in den Wald und das Hauptelement hinten nach. Und die Kavallerie ist ja nicht unbedingt meine Stärke. Haben wir jetzt alle in den letzten Folgen eindrucksvoll beobachten dürfen. Ich ziehe mal meine Kavallerie hier zusammen auf einen Haufen. So. Einmal Trimble hier. Und dann haben wir noch Supplies. Unsere Artillerie. Tja, die wir nicht haben. Ich bin gerade drauf reingefallen. Hier bei den Supplies als Artillerie. Denn ich habe jetzt zwei Wochen nicht gespielt. Was heißt in Anführungsstrichen? Ich habe zwei Wochen nicht gespielt und bin tatsächlich ein kleines bisschen wieder raus. Aber man kommt ja bei diesem Spiel auch durchaus sehr, sehr schnell rein. Wir gehen mal auf die erhöhte Geschwindigkeit hier. Was für mich die erhöhte Geschwindigkeit ist, ist für andere Spieler nämlich die Normalgeschwindigkeit. So, da haben wir auch schon die ersten Skirmisher hier. Ziehen wir mal die 15. Alabama hier nach. Lass uns hier mal zurückfallen mit den Georgia Skirmishern. Und dann gehe ich tatsächlich auch mal, schauen wir mal, dass wir hier in den Rücken fallen. Die Skirmisher ziehen wir hier rüber und die 21st North Carolina ran an die Skirmisher. Wir sollen uns ja ein bisschen beeilen, dem werde ich natürlich Rechnung tragen. Supplies mit dran. Ich denke mal, dass der Angriff über den Norden der bessere Angriff ist. Dann muss man nicht so weit über das offene Feld gehen. So, jetzt können wir schon das mal hier nachsetzen. Ah, jetzt sind die flankiert worden. Jetzt werden wir ebenfalls hier zurückfallen. Und ich denke mal, ich werde jetzt auch, wenn die Schlacht eventuell mutmaßlich natürlich etwas einfacher ist, ich werde größtenteils trotzdem langsamen Geschwindigkeit spielen. Das ist einfach, fühle ich mich deutlich wohler. Meine Kavallerie ist wieder im Flucht- und Panikmodus. Großartig anders kenne ich die, glaube ich, gar nicht. Sind jetzt die feindlichen Skirmisher hier mit meiner Brigade in Kontakt gekommen? So, wir haben zwei Brigaden hier unten. Die Skirmisher können wir wieder anhängen. Plänkler zurückrufen.
Natürlich nicht wundern, dass es hier so dunkel ist. Es ist 4.52 Uhr am frühen Morgen. Dementsprechend ist hier die Sicht natürlich noch nicht optimal. Ja, sieht ja die 21st North Carolina. Wir haben keine gute Moral hier. Ah, ich denke, ich bin hier tatsächlich schon etwas falsches Spiel gestartet. Und natürlich von meinen doch mittlerweile schon recht gut trainierten Soldaten ausgegangen. Hier die Truppe scheint mir ein wenig wankelmütig zu sein. Jetzt bin die Kavallerie hier wieder raus. Und ich hätte mir mehr Gedanken machen sollen über den Plan. Denn jetzt habe ich das Problem, dass ich da drüben überhaupt nicht genügend Einheiten habe. Das sind die Skirmisher. Gut, dann müssen wir jetzt das Beste daraus machen. Wir rücken jetzt hier mit beiden Brigaden vor. Schauen wir, dass wir hier mit unserer Kavallerie mal in den Rücken kommen. Wie gesagt, Kavallerie ist mir eigentlich viel zu Micromanagement-lastig. Hier, das ist die 12. Jordan, die 15. Alabama, dass wir jetzt die auf eine Höhe bekommen. Supplies können wir ranziehen. Ist auch der gegnerische General. Jetzt wäre die Kavallerie unten an der rechten Flanke für uns besser. Unsere Kavallerie wieder zurück in den Wald hier. Gut. Dann schauen wir, ob wir jetzt hier in die Schlachtordnung reinkommen. Jetzt hier der Trimble, da ist er. Versorgungslager 1 einnehmen. Ich glaube, wir gehen mal auf die normale Geschwindigkeit. General Early ist mit seinem Regiment dann eingetroffen. Da drüben kommt er. Werden wir uns natürlich um das zweite Versorgungslager hier kümmern. Lass uns hier mal ein bisschen zurückfallen. Was ist denn das? Wir bewegen die unsere eigene Kavallerie jetzt mal hier in den Rückraum. So, dann schalten wir jetzt hier mal auf die Pause. Wir haben hier die Brigade Early BDE. BDE ist eigentlich Brigade, aber es ist keine Brigade.
Egal. Also First Division hier unten. Vielleicht setze ich jetzt einfach mal hier erstmal einen der KI-Befehle. So, Kavallerie sitzt hier stationiert. Schauen, dass wir jetzt hier auch nachkommen. Ist das der feindliche General hier? Ja, ist er, tatsächlich. Was auch immer der da macht. Taylor. Ah, okay, hier kommt jetzt auch die Verstärkung der Union. Lasst uns hier mit der 21st North Carolina hier in die Wälder ziehen. Kavallerie jetzt wieder in den Rückraum. Dann stelle ich jetzt mal hier auf Pause und gehe mal ein bisschen in die Analyse, was wir jetzt hier machen können oder und oder sollten. Hier haben wir auch Artillerie mit dabei. Hier in dem Bereich haben wir irgendwo feindliche Artillerie, die werden wir aufstöbern. Mir der erste Eindruck jetzt hier auch getäuscht, dass es doch nicht so einfach ist, wie vielleicht gedacht. Hier drüben ist die Artillerie. Die werden wir uns schnappen mit der Kavallerie, sobald hier die Unterstützungseinheiten von der Artillerie weg sind. Die 31st Virginia, denke ich, werde ich jetzt hier noch Unterstützung für die Trimbles 1. Division nehmen. Mal schauen, wie sich meine Kavallerie hier verhält bei der New York Heavy Artillery. Um Verluste muss ich mich jetzt hier nicht allzu sehr kümmern, da es ja nicht meine eigenen Männer sind, so schlimm sich es anhört. So, die feindliche Artillerie ist schon mal im Route. Hier oben müssen wir nochmal irgendwo Artillerie haben.
weil das Spiel gerade viel zu laut ist. Das war's mit der feindlichen Artillerie hier. Wir gehen dann mal auf die Supplies und die 6th Virginia Kavallerie. Schaut mal, dass wir uns hier oben um die Artillerie kümmern. Was haben wir da? Ohio Artillery. Hier im Lager haben wir jetzt ein bisschen Probleme. Lass mich mal hier zurückfallen mit der 15. Alabama. Hier mit beiden in den Charge. Jetzt auf der Jordan ein Stück zurückfallen lassen. So, mal schauen, ob wir die 30. Ohio hier rausbekommen. Supplies hat aufgegeben. Dann können wir die Supplies hier runterbegeben vom Schlachtfeld. Und schauen, dass wir unsere Kavallerie wieder zusammenbekommen. Nein. Das war falsch. Halt. Ist die 15. Mama ein bisschen zurückfallen hier. So, schauen wir, noch näher an den Feind rankommen. Und dann warte ich bis noch auf eine Gelegenheit, dass ich mit der Kavallerie wieder ran kann. Na, wisst ihr was? Das können die Jungs hier machen. Kavallerie dann in die Artillerie rein. Gut, das läuft, denke ich. Dass die 30. Ohio sich hier so lange halten kann. Erstaunlich. Gegen zwei meiner Brigaden.
Damit ist man ja auch die zweite Artillerie hier vom Schlachtfeld runterbekommen. Da seht ihr, ich habe sogar meine Louisiana gerade, meine Artillerie hier vergessen. Wir sind geflankiert worden jetzt. Artillerie ist auf der Flucht. Das hat aufgegeben. Dann können wir jetzt hier ein Stück vorrücken. Gut. Die 30. Ohio. Die sind hartnäckig. Vielleicht muss ich mit meinen Leuten auch eher ins Lager reingehen. Wenn ich dann Wirkung erziele. Gehen wir auf den feindlichen General hier. Schießt auf Chamberlain. Lass mich hier mit der 31st Virginia ein bisschen zurückfallen. Haben wir jetzt eigentlich den feindlichen General erwischt? Ich weiß es nicht. Aber wir können natürlich schon, dass wir jetzt hier dem Feind ein bisschen Rücken fallen und unter Druck setzen. Endlich mache ich mit der Kavallerie mal was einigermaßen richtig. Die 30. Ohio, die hält sich hier einfach. Mensch, ich habe sogar noch mal weitere Artillerie hier. Vielleicht gehe ich mal gegen die 30. Ohio hier in den Nahkampf route. Jetzt sind sie geroutet. Wir gehen in den Charge. Schneiden hier den Weg ab. Zweite Einheit hier im Route. Und das war es auch endlich mit der 30. Ohio hier.
Ja, so gefällt mir die Kavallerie gerade. Eine weitere Einheit hier in Gefangenschaft geraten. Kann man wieder gut austauschen. Im Gefangenenaustausch. Lass die mal hier zurückfallen. Ja, das war's. Wir haben noch 55 Minuten. Da wird nicht mehr allzu viel passieren. Gehe ich mal auf erhöhte Geschwindigkeit. Und da oben, denke ich, muss ich nicht unbedingt nachziehen. Wir haben genügend Gefangene gemacht. Verluste müssen wir jetzt nicht größer machen, als sie ohnehin schon waren. In dem Fall habe ich sogar ausnahmsweise mal so eine Art Schlachtlinie hier, Schlachtordnung. Noch mal gute Gelegenheit, hier ein bisschen mit der Artillerie, mit der Kavallerie zu üben. Ja, ich denke, hier kann ich fast jetzt mal mit der Geschwindigkeit nach oben gehen. Da passiert jetzt nichts mehr. Um habe ich Munitionsmangel, aber das ist auch kein großes Problem natürlich. Ziehen wir die mal zurück. Ja, wir gehen mal mit der Geschwindigkeit nach oben. Die Schlacht ist geschlagen. Vielleicht können wir hier noch ein paar Einheiten werfen. So, 11 Minuten noch. Ich werde mir dann eh bald das Angebot machen, dass wir die Schlacht hier beenden. Eine Minute. Und wir beenden die Mission. Was haben wir denn hier? Statistik. Wir haben Verluste eigene 1466 Mann und 3534 auf der Unionsseite an Verlusten. Selber haben wir keine Kanonen verloren, die Union 12. Wir schauen uns mal an, was wir hier an Gütern haben. Wir haben in Besitz gebracht Springfields 1855er, Supplies haben wir jede Menge in Besitz gebracht, 12 Finne Napoleons, Springfields 1842er, 7 Stück, nicht viel. Gut, war natürlich auch nur eine kleine Schlacht. Denn in der nächsten Schlacht, denke ich, wird es deutlich intensiver werden. Jetzt bekommen wir sogar noch einen Orden verliehen. Der Conflict Office ist da. Weiter mit Klick.
Und wir bekommen 115.000 Dollar. Die können wir auch gut gebrauchen, denn vor der nächsten Schlacht, vor der Second Bull Run, also oder Second Manassas, werden wir bestimmt wieder ein bisschen aufstocken müssen. Aber das machen wir dann in der nächsten Ausgabe. Würde mich freuen, wenn ihr dann wieder mit reinschaut. Und bis dahin wünsche ich gute taktische, operative, natürlich auch strategische Entscheidungen auf anderen Schlachtfeldern. Macht's es gut. Ciao, Pfitz, euch. Servus.